Wir reden heute über die Mutter aller Ladungssicherungszertifikate. Wir reden heute über das Aufbauzertifikat Code XL. Und Code XL attestiert dem Aufbau eine dermaßen hohe Stabilität, dass Ladung mittels der Fahrzeugwandungen formschlüssig gesichert werden kann. Heute möchten wir klären, wie genau das Schiebeverdeck gestaltet sein muss, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sowohl die Stirnwand als auch das Heckportal sind bei Krone stabile Stahlkonstruktionen. Und um zu vermeiden, dass bei aufgeschobenem Dach herabhängende Stahlseile den Staplerfahrer behindern oder gar gefährden, ist das Kronedach mit aufgeschweißten Aramidgurten verstärkt. Jedes Rungenfeld erfordert 4 Einstecklatten und jede Hecktür bekommt 2 Drehstangenverschlüsse. Und 20 Gurtspanner in Kombination mit einer Top-Planenqualität sind in der Lage, knapp 11 Tonnen flächig eingebrachtes Ladungsgewicht abzufangen. Grundsätzlich muss ein zur Ladungssicherung herangezogener Fahrzeugaufbau gemäß der Ladungssicherungsbibel VDI 2700 einmal pro Jahr überprüft werden. Überprüft werden dahingehend, ob alle aufbaustabilisierenden Komponenten wie Mittelrungen, Rungenschuhe, Planenspanner etc. in nach wie vor einwandfreiem Zustand sind. Dokumentiert über den aktuellen TÜV-Stempel im Prüfbuch. Und bitte unbedingt beachten, nur der komplett geschlossene Aufbau ist ausreichend stabil, um die für Code XL geforderten Kräfte aufnehmen zu können. Außerdem würde Ihr Fahrzeug mit geöffneten Türen breiter als die maximal zulässigen 2,55 Meter. Das kostet Sie einen Punkt in Flensburg und 60 Euro Strafe. Daher unser Appell, bitte rechtzeitig die Ausnahmegenehmigung beantragen, aber wenn eben möglich, Transport nur mit geschlossener Tür.